Heute darf ich einen jungen, begabten Künstler interviewen. Sein neues Lied Denkmal finde ich echt cool und das hat Hitpotenzial. Hallo Noah. Hi, danke, dass ich da bin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast jetzt deinen neuen Song Denkmal released, ist zwar schon ein bisschen her, aber erzähl mir doch mal über deinen Song. Also den Song habe ich für einen Freund geschrieben, der vor 2 Jahren verstorben ist. Und im Song berichte ich, wie ich ein Denkmal für ihn errichte. Und ja, mit dem Song will ich einfach viele Leute emotional berühren, aber auch viel Kraft geben, weil ich finde, irgendwann mal trifft es uns alle. Und ja, voll. Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr traurige Geschichte, vor allem mit deinem Freund. Ja, voll. Und mich und die Mama hat es auf jeden Fall emotional getroffen. Also für welche Menschen würdest du noch ein Denkmal errichten? Für viele Menschen, für meine Großeltern auf jeden Fall. Es gibt sich viele davon, also eine Oma habe ich noch. Aber für die anderen, ja, und für halt meine Familienmitglieder auf jeden Fall. Und andere Freunde und Leute, die ich gern habe. Ja, voll. Also ich finde das echt cool, so Feedback zu bekommen, so Live-Feedback. Ich finde das. Ja, mit Feedback kann man viel anfangen. Also. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Mit wem möchtest du mal auf einer Bühne stehen? So träumen tue ich mit Elvis Presley. In meinen Träumen, aber der ist ja schon länger tot. Vielleicht mal mit irgendwelchen großen Künstlern, so, die auch ein paar englische Songs singen. Ich verheimliche es nicht, ich höre eigentlich sehr viel Englisch. Und ich würde gerne mit Zoe Wees auf der Bühne stehen, die echt cool ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, voll. Ja, Elvis Presley finde ich auch sehr cool. Also ja, Elvis Presley hat, ja. Das ist cool. Ist deine Familie musikalisch? Meine Familie war, glaube ich, mal musikalisch. Also meine Mama hat mir erzählt, dass sie früher Geige gespielt hat. Klavier war das. Klavier, und mein Vater war früher DJ, also der war richtig cool unterwegs. Ja. Glaubst du, wird dich der Erfolg irgendwann mal verändern? Das hoffe ich auf jeden Fall. Also ich sage immer, wenn man etwas erreichen will, dann erreicht man das auch. Ja, voll. Also ich glaube schon. Aber glaubst du, wirst du ein bodenständiger Mensch bleiben? Also ganz bestimmt. Also ich bin nicht so einer, der jetzt gleich so richtig abhebt. Also ich bleibe immer noch mit Freunden in Kontakt. Oder generell halt so mit Leuten in Kontakt. Und ja, ist ja immer cool, wenn man neue Leute kennenlernt, finde ich. Voll. Ja, es ist cool, wenn man neue Leute kennenlernt, aber dann auch immer bei den Alten bleibt. Also. Ja, voll. Das ist wirklich cool. Was war dein schönster Moment in 2022? Mein schönster Moment in 2022, da gibt es echt viele Momente, die echt cool waren und schön. Ich habe meine erste Single released. Das war ein echt cooles Gefühl und ein echt schönes Gefühl. Und ich durfte mal in Kärnten auf einer richtig großen Bühne stehen. Das war eine echt coole Erfahrung. Das war voll lustig. In Guten Morgen Österreich hast du erzählt, dass du gerne auf großen Bühnen spielen möchtest, wie zum Beispiel beim Donauinselfest und so. Aber was kommt danach? Was möchtest du danach, wenn du schon auf den ganzen großen Bühnen gestanden bist? Ja, einfach weiterspielen, finde ich, und viele Leute einfach ja, Musik machen und irgendwie fröhlich sein und lustig drauf sein auf der Bühne. Und das ist, ich finde das, ja, einfach weitermachen. Ja, voll. Du hast mir gestern erzählt, dass du im Studio warst. Mhm. Arbeitest du an etwas Neuem? Ja, da kommt was. Also da kommt noch was. Das ist hoffentlich, ja, ganz sicher ganz bald. Ja, dann bleiben wir gespannt. Ja, voll. Du bist ja auch schon ziemlich oft im Fernsehen aufgetreten. Wie war das? Das war eigentlich echt komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war halt wirklich so, ich bin da gesessen und vor mir waren 10 Kameras. Und ich bin ehrlich gesagt schüchtern, also auf der Bühne schüchtern und im Fernsehen irgendwie nicht, weil da sieht man das Publikum einfach nicht. Ist ziemlich lustig. Und es ist auch urkomisch, wenn ich mich auch irgendwo im Fernsehen dann sehe. So, ja. Ja, das kenne ich. Also wenn ich die Interviews schneide oder dann nochmal zuschaue, dann ist das ganz schön, wenn man dann die Stimme hört. Und das ist echt schlimm. Das ist extrem schlimm. Oh Gott, ich hab, ja, das ist echt arg. Also ich habe letztens, also wie ich mir das letztens angeschaut habe von Guten Morgen Österreich, da habe ich mir gedacht, oh Gott, also das war echt lustig. Meistens bekomme ich dann gar nicht mit, was ich rede und dann will ich mich... Ja, man muss echt aufpassen.
Willst du in Zukunft dann lieber Deutsch oder Englisch singen? Also ich glaube, ich bleibe schon beim Deutschen, weil ich mich einfach wohler fühle bei den beim Deutschen, bei dem Text, also bei den Texten auf Deutsch. aber ich finde auch englische Songs ziemlich cool, habe ich schon erwähnt, aber ist echt cool. Ja, voll. Du spielst auch Gitarre. Seit wann spielst du eigentlich Gitarre? Seit meinem, glaube ich, 6. Lebensjahr. Also ich habe das jetzt nicht wirklich gerechnet, aber ich habe im Kindergarten angefangen und dann in der Volksschule Gitarrenunterricht genommen, aber das war irgendwie nichts für mich. Ja, das, ich habe mir das Ganze dann selbst beigebracht, weil ich wollte nie nach Noten spielen. Und ich wollte eigentlich so ein richtiger Chuck Berry sein, so ein richtiger Gitarrist, der das irgendwie sehr cool auf den Bühnen macht. Ja, in Guten Morgen Österreich hast du schon erzählt, dass du deinen Musikunterricht abgebrochen hast, ja, voll, weil du nicht Noten spielen wolltest. Ja, voll. Die Gitarrenlehrerin war ein bisschen enttäuscht, aber ja. Ja, aber du hast dein eigenes Ding gemacht. Finde ich voll auch cool. Du kennst den Puppenspieler Stefan Gargusch, mhm. Du interessierst dich auch fürs Puppenspiel und hast sogar selber eine Puppe. Ja. Erzähl mir doch mehr. Ja, ich kenne den Stefan schon seit letztem Jahr, ja, ich glaube Oktober, bei den berufspraktischen Tagen war ich bei ihm. Und er ist echt cool, liebe Grüße übrigens, wenn Sie das sehen, Herr Gargusch, immer noch für mich. Ich habe immer noch Respekt vor Herrn Gargusch, der ist echt cool. Also es war ziemlich lustig, weil Puppenspiel mache ich schon echt lange, also länger als Musik auf jeden Fall. Und es macht immer wieder Spaß, vor Kindern zu spielen und sich Geschichten auszudenken. Oder ja, ist ziemlich lustig und ziemlich witzig, wie die Kinder dann so reagieren. Weil entweder, also immer wenn ich hinter der Bühne spiele mit einer Handpuppen, dann kommen immer, also kommen auch unerwartete Fragen und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Aber man lernt ja aus Fehlern und wenn ich was Falsches sage, dann schaue ich, dass ich das irgendwie auf die Beine kriege und dass es wieder mal, ja, dass es wieder läuft. Und wie waren so die berufspraktischen Tage beim Stefan Gargusch? Sehr lustig. Ich habe dann auch den Robert Steiner kennengelernt, der ein echt cooler Typ ist und ja, es war einfach echt angenehm und sehr lustig und sehr cool. Also ich habe echt coole Erfahrungen gemacht. Gibt es irgendwelche Künstler, die du bewunderst? Sehr viele. Also es gibt echt viele. Es gibt Elvis Presley, Zoe Wees, auch unbekannte Leute zum Beispiel. Es gibt eine Luz, das ist echt cool. Und Fleur, das sind ziemlich coole Leute, die auch sehr coole Musik machen. Ich habe auf deinem Insta schon gesehen, dass du schon sehr viele Künstler getroffen hast. Ja. Also wie zum Beispiel Josh oder so. Gibt es noch Künstler, die du unbedingt noch treffen möchtest? Ja, Marco Pogo, auf jeden Fall. Der ist echt cool. Ja. Und ich bewundere ihn auch, was er alles da so abzieht. Das ist echt cool. Ja, voll. Oder Lemo oder sowas. Das ist, ja, das war eh cool. Voll. Ja, also Marco Pogo war wirklich cool. Naja, Marco Pogo, der ist echt lustig. Ja, ich finde das interessant, weil eigentlich weiß man ja gar nicht so, dass du auch Puppen spielst. Darum. Das ist ein Geheimnis. Jetzt nicht mehr. Aber früher war es ein Geheimnis. Im Sommer noch. Und wo liegt dein Fokus? Beim Puppenspielen oder bei der Musik? Eher bei der Musik, weil ich jetzt ziemlich erfolgreich geworden bin mit der Musik oder erfolgreicher als mit dem Puppenspiel. Aber ich höre nicht auf mit dem Puppenspiel auf jeden Fall. Ich mache fix weiter. Sehr cool. Ja, voll. Guten Morgen Österreich wurde angesprochen, dass du der Teenie-Star wirst. Ja. Aber möchte man eigentlich Teenie-Star werden? Also ich glaube, das ist so ein Traum, mal so ein Justin Bieber zu werden oder sowas. Aber ja, voll, es ist irgendwie urlustig auch, Teenie-Star zu sein. Aber ich bezeichne mich selbst nicht als Teenie-Star, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein Star bin. Ja, also viele sagen so, ja, du bist ein Promi. Ich finde das Wort Promi eigentlich nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das irgendwie, also ich finde das nicht so ausgesprochen, nicht so schön. Ja, ich finde es schöner, wenn man sagt, einfach nur Sänger, Musiker. Künstler. Künstler. Wie man es nennen will, ist alles dasselbe. Was ist in Zukunft noch von dir zu erwarten? Sehr vieles. Auf jeden Fall sehr vieles. Also ich will auf jeden Fall mal ein Album releasen. Wann genau, das sehen wir dann. ja, voll. Aber man wird hoffentlich noch sehr viel von mir hören. Ja, du bist ja auch noch jung. Also du bist erst 14. Ja, voll. Darum. Ich finde, also viele sagen mir, du hast echt viel erreicht mit 14. Eigentlich schon, ja.
Ja, es gibt viele. Ich finde es cool, wenn so viele junge Künstler oder Leute Musik machen und auch das auch irgendwie teilen. Voll. Das waren schon alle Fragen, aber ich habe noch eine Schnellfragerunde. Okay. Studio oder Live? Live. Lieblingsfilm? Habe ich keine. Lieblingsjahreszeit? Frühling. Lieblingsbuch? Habe ich nicht. Lieblingsbeschäftigung? Mit Freunden rausgehen. Lieblingsspeise? Spaghetti. Lieblingslied? Schwer, 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 schwer. If I Can Dream von Elvis Presley. Lieblingskinderserie? Sandmann. Vielen Dank für das Interview, es hat mich sehr gefreut. Sehr gerne.